Ja, dann wird es auch schon voll sein, oder? Ja. Goddammit, bitte gib mir den nochmal. Bitte, bitte. Das wäre wirklich. Das wäre schon so ein kleines Achievement, mit dem Game zu spielen. Kani ist actually gut. Und Dondrick, danke dir für deinen Prime im zweiten. Dankeschön für den ersten Resub. Scar spielt leider schon ewig kein League mehr, though. Ja, der hat's geschafft. Gibt es noch The Odd One? Der streamt auch noch, aber auch kein League mehr. Bei Odd One war ich sogar erst vor ein paar. Vermutlich sind es mittlerweile auch schon ein paar Monate im Stream. Sorry, ich muss gerade nicht mal ein bisschen mit Jani schreiben. Wie cringe ist es jetzt in der Lobby nach Shifter zu fragen? Aber das sind nicht Shifter. Shifter würde niemals Pantheon haben. Der chilligste ist und bleibt Cutie Pie. Also, so Shifter, Skara, Cutie Pie, das waren alles Ultra-Chiller. Aber auch noch sein Alter, der alte Alert von Cutie Pie, dieses Here comes the money, 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 money. Das ist einfach, ach nee, ich schon wieder duschen. Jetzt bin ich wieder geforst für irgend so eine scheiß NA Big Mac-Essiggurke, fucking Milio oder Nami zu spielen, dafür, dass sie dann in ihrem Leben noch nie Lucian gespielt haben. Und einfach nur Int, ne? Oh. Das Ding ist, Lucian an sich als Standalone ist halt nicht so gut. So jetzt einen anderen Support zu picken, ist halt auch Troll. Ja, wir spielen Melio, oder? Wir spielen Melio. Ich bin nicht sauer, ich bin nicht sauer, ich bin nicht sauer. Das ist ein Xerath Support, das muss für Second Dude gehen. Clans ist Troll. Er hat den fucking Milio-Ult. Naja, von mir aus geht Clans. So, ist es jetzt Pantheon-Support oder Xerath-Support? Oder Talia-Support? Oder Amumu-Support? Nee, es ist Pantheon-Top, Talia-Jungle, Amumu-Support. Batch. Batch. Es ist Amumu Support. Wir spielen gegen Shifter. Ah, ich bin ehrlich, ich hätte gern den Top-Challenger-Spieler in meinem Team gehabt. Wait, und ich hab niemanden, oder was? Wait, Limitless? Wait, Gin Tonic. Oh mein Gott. Es ist Xerath Support. Mann! Fuck, ich hätte Second Wind spielen müssen. Ah, ist okay, ist okay, ist okay. Wait, also die haben den Grandmaster-Spieler und wir drei Diamond-Spieler. Okay, sie haben auch drei Diamond, aber na, egal, egal. Wir sind halb aus Muffing. Mein Big Mac Streamer Kommentar hat jetzt schon 200 Likes. My next letter home is gonna be legendary! So my teammate is so jealous.
Silas klingt auch irgendwie echt nicht gut in Lutalia. So, das Wichtigste ist, dass wenn wir eine Big Amumu-Ult kommen sehen und wir wissen, dass wir drin sind, dass wir vor der Amumu-Ult ulten, damit wir unserem ganzen Team 65% Tenacity geben. Also ja, das ist legit das Wichtigste, wenn ihr Milio gegen Amumu spielt, dass wenn ihr die Big Wombo-Combo kommen seht, muss man vor dem CC ulten, damit ihr wenigstens Tenacity gebt. Oh no. Ah, oh, scheiße. Ich hätte sie actually. Mit Summoner Heal plus eine E und sie lebt. I'm not homesick, I just really, really miss my bed. So, bitte, bitte lass den Typen Lucian spielen können. Bitte, 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 bitte. Jetzt rein! Rein! Warum traden wir nicht noch weiter? Okay, jetzt ist Exerat dann gleich wieder. Okay, actually I like it. Actually gutes Lucian Gaming so far. Kann man nicht meckern. Ja, wir wussten, dass er Prozess ist. Er lässt sich auch noch catchen. Ah, er lebt at least. Aber wir wussten eigentlich, dass er Prozess ist. Ah, wir sind Big Mac Gamer. Wieso nicht mit Freddy, weil mir der zu schlecht ist, weil ich jedes Game mit ihm verliere. Irgendwann muss man da auch auf den Tisch hauen und für seine Prinzipien einstehen. Oh, Shifter 01. Xerath hätte den Winner vermitteln. No, er hat den Kenningen nicht genommen. Wait, what? Fiese CC'd worden. My bad.
Eigentlich ein Free Dragon. Aber willst du diven? Nee, der kommt gleich voller wieder zurück. Godrake, 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 Godrake. Oh mein Gott. Hier wurde nur einen gigantischen Schrei aus dem Nachbarzimmer gehört. Ich befürchte, Freddy's Game läuft nicht gut, oder was sagt er? Aber hilft doch der scheiß Lilia, den Dragon zu machen. Liebes Lieschen. Wait, der Track ist, der Mix ist actually gold. Was war das an Sams? Die haben fast nichts geused, oder? Boah, ich bin noch nicht der biggest Fan von diesem Dive. Ein paar CS haben sie verloren. Wait, actually sind wir Gigabyte ahead in CS. Huh? Ja, ja, aufgefallen. Good job, Big Mac Lucian. Was passiert gerade im Nachbarzimmer? Ich höre nur Schreie. So, jetzt müssen wir unser Mana gut haushalten. Ich werde gerade von Shifter gekillt. Oh, schade, er hat den Kill nicht bekommen. Oh, Shifter hat gerade uns reingeflasht. Okay, Silas. Nice. Oh, Shifter stirbt. Oh, Shifter infeedet in meinem Game. Ich stehe 0-2-0. Wait, ich spiele eigentlich gut, ich schwör's. Oh. Es ist nicht das so. Wait, ich stehe 0-2-0. Chat. Wir machen ein solides Game, ja? Schau mir nicht so an. Tweet geht ab wie ein Schnitzel. Geil. Richtig so. Drecks Big Mac Streamer. Alter, also, da wurden gerade alles an Flashes und Summoner Spells, was da war, wurde da gerade rausgeworfen. Oh, schade. Ich bin echt am überlegen, Max zu gehen in dem Game. Ich bin echt, also ich hasse das auf Enchantern und es ist auch safe nicht gut. Aber in dem Game könnte man legit einen Case dafür machen. Die haben ja nur CC. Und wenn ich weniger CC bin, kann ich in vielen Situationen vielleicht einfach besser ulten. Ja, normalerweise ist es cringe, Melio W für Healing zu usen, aber. Wir haben halt so viel Poke, wir müssen healthy bleiben, weil in dem Moment, wo wir nicht healthy sind, können wir nicht all-in. Und all-in ist unsere einzige Winning Condition. Wenn der Xerath seine Spells irgendwie wastet. Das ist nicht gut. Der Jhin kann immer ulten. Ja. Schade, so close.
Schon eine sehr anstrengende Lane. Der wird zurückgehen, um zu ulten. Och nee. Okay, damit habe ich nicht. Aber die Talia hat eigentlich nichts bekommen. Wait, ist eigentlich am Chillen. Die Talia hat nichts bekommen. Es war ein Fehler. Ich hätte Boots gehen müssen. Auf dem letzten Base anstatt den vollen Kindle. Anstatt den vollen Mirror. 0-3-0. Perfekt. Was findest du besser auf Thresh, Glacial Augment oder Guardian? Ich spiele eigentlich fast ausschließlich Aftershock momentan. Also wenn die Lane sehr hard winning ist, dann ist es natürlich Glacial. Ich meine, wir sind halt Weakside Botlane, das ist fein. Ich meine, wir gewinnen Mitte Jungle sehr hart, von daher ist es wohl echt okay, Weaksided zu werden. Ich meine, unser Value später in Teamfights mit der Ulti ist immer insane. Also no hard feelings. Wir kaufen jetzt einfach unsere Items. Ulti? Schön. Oh, gib doch mir. Ah, leider keine Wards mehr für Deep Wards. Wait, Jhin ist ja komplett am Ende. Oder TP von Shifter. Lol, Shifter ist gerade meine Lane TP, Bockjam. Xerath? Ah, die Ding nehmen wir noch mit. Ey, das sind auch die Kill Participations. Let's go! Toplane geht es leider nicht so gut, aber der ist okay dabei in CS, der hat auch ein, zwei Platten bekommen und Skarner wird natürlich später immer mehr Value haben. So, jetzt geht es mir auch besser mit den Mercs. Okay, was für ein... Lol. Gut, er resettet eh. So, wenn wir sehen, dass der Lux hier free ist, gehen wir direkt wieder nach unten. Ja, der Lux ist komplett free. Damit die unten nicht zu viel bekommen, während wir oben den Herald absichern. Wann geht man für die Roaming Woods? Tatsächlich sind die neuen Roaming Woods sehr schlecht. Muss ich mal auch sagen, ich dachte auch, dass die gut wären, aber die sind sehr, sehr schlecht. Also der Empowered Recall und alles ist schon ganz geil, aber CDR Plus, CDR Boots und Mercs, nochmal. CDR Boots und Swifties sind einfach sehr, sehr gute Boots und sehr kosteneffizient. Und die sind einfach in den allermeisten Fällen einfach besser. Die Bubble ist jetzt natürlich hier, also Celestial Opposition ist natürlich in der Landing Phase ziemlich useless, weil mir die Xerath permanent wegpoken wird. Aber wir dürfen später einfach nicht von Talia Amumu gewonshottet werden, gute Ultis rausbringen und wir sind am Bing chillen. Müssen wir, glaube ich, nicht ulten. Oh, maybe hätten wir es doch ulten sollen. Maybe hätten wir es doch ulten sollen.
Oh shit. Wo ist Talia Ult? My bad. Ich hab mit der Ulti gegreedet. Ich hab mit der Ulti viel zu hart gegreedet. Ich arbeite in meinem Kopf so, ja, fuck die Lane, ich will Amumu Ult ulten. Ah gut, actually hat der Lucian weder geclanced noch geflasht. Warte mal, maybe bin ich gar nicht das Problem. Wait, dass ich jetzt erst der Bro hat Flash und Cleanse. Wait, ich bin gar nicht das Problem. Chat, wir sind gar nicht das Problem. Obviously glänzt er vor meiner Ult. Wait, wir sind nicht das Problem. Lissax, danke schön für den Resub. Für den Sub, sorry. Danke für den First Sub Prime. My bad. Vielen lieben Dank und herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Krass, das ist jetzt actually ein richtiges Game. So ein Game, das würde ich auch auf meinem Main-Account in EU auf 400-500 LP spielen. Das ist jetzt actually League of Legends, was wir hier spielen. Und ich finde, wir sollten hier auch keine voreiligen Schüsse ziehen, aber no way was the problem. Ich werde jetzt auch Locket gehen. Wir gehen hier full tanky anti-AOE. Weil die Gegner haben ja auch nur AOE-Scheiße. Ah ne, Jhin hat gar nicht geflasht, my bad. Nur Xerath. Hier ist sehr sicher ein Wort. Oh, das ist deep. Ah, sie lebt anyways. Ah, GG's. Ja, das war eigentlich auch very well played von Mamumu, dass er seine Ulti einflasht, damit ich mit drin bin und ich sie nicht ulten kann. Wait, no way war so hartes Problem, hä? No way war so hartes Problem. Wir gehen jetzt straight up Locket als nächstes. Sagt er auch zu dir? Ja, aber das Ding ist, er sagt es zu mir aus den Tiefen von Diamond 2 und ich sag's zu euch aus Grandmaster Lobbys mit Shifter. Also wem glaubt ihr jetzt hier mehr? Was machen wir jetzt als nächstes? Was steht an? Ich will mich auf dem Ward noch nicht zeigen. 2 Minuten Dragon. Also würde ich mit der Vision auf Botzeit reingehen. Der hat kein Flash, der Momo. Den Minion gesnatcht. Ich glaube nicht, dass wir Nash spielen sollten, oder? Wait, Lucian Build. Ohne Collector? I guess Collector ist nerfed. Maybe it's fine. Ich brauche halt die Lilia, die mich abholt, damit wir für Vision gehen können. Weil alleine, ich kann halt nichts face-checken. Jeder one-shottet mich und die haben so viel CC. Pantheon Ult kommt noch dazu. Da müssen wir auch aufpassen, dass der nicht reinfliegt. Der Nash-Speed ist zum Glück nicht so gut mit Jhin Xerath. So, in einer perfekten Welt kriegen wir jetzt hier noch ein Ward auf Baron, damit wir checken, wenn die jetzt Baron gehen wollen, wenn wir für Drake spielen. So, und jetzt gehen wir Base.
Und die restliche Vision schmeißen wir jetzt in die Botzeit rein. So, wir pushen jetzt Mitte raus und dann moven wir im Verbund rein. Oh no. Na gut, ist fein, er ist zum Dragon Up. Er ist zum Dragon Up. Das ist legit okay. Krass, ich bin actually tanky. Aber das war auch in Supposition rein. 19 Sekunden. Er kann dann sofort TP'en. Also muss ich trotzdem noch aufpassen, dass wir jetzt nicht Panther ultet werden. Lilia showt jetzt Botlane. Und Sylas ist immer noch Dash. Ist er gerade nach vorne gedasht? Oh, wir TP'en. Die Panther-Null wird hier gleich rauskommen. Oh oh. Scheiße. Ich hab geheilt, aber sie stirbt leider. Das wäre halt wichtig gewesen für ihre Major-Sticks. Ich gehe davon aus, dass Xerath geflasht hat, oder? Weil sonst wäre der ja nie von dem Lucian weggekommen. So. Hey Lisa, danke schön für den Raid. Ich hoffe, den ganzen Stream, danke schön. Willkommen. So, unser Pinkwart wechselt jetzt einfach die River-Seite. Sollen wir hier zusammen für Vision gehen? Wir warten, bis die Middle Wave dann ist. Wir warten, bis unser Team da ist. Und dann können wir face-checken. So, und jetzt könnte man eigentlich auch eine Nash starten. Wobei wir brauchen. Oh! Wir müssen hier Body blocken. Ja, ist natürlich ganz große Scheiße vom Lucian, dass er da allein rein facecheckt. Dass er walkt alleine ab und rennt in den Xerath dann rein. Oh, I'm actually this game getraut. Der Lucian muss einfach nur warten, bis die Lilia und ich rumgelaufen sind. Der Lucian muss einfach nur warten, bis Lilia und ich den Flank haben. The hook from Carney is absolutely godly. Ja, es ist wieder, wir wurden wieder in Lucian Nami, Lucian Milu gebaitet mit einem Typen, der keinen Schimmer hat, wie man Lucian spielt. Das tut echt weh. Vielleicht sind wir einfach auch verwöhnt von Freddys Lucian, aber das ist schon echt krass. Kein Impact hat der Lucian, das ist crazy. Das Game ist auch nicht leicht zu spielen, aber... Kel'Kerin, danke dir für den Prime. Vielen Dank für die 38. Vor allem jetzt hat, der Mumu wieder Flash für den nächsten Fight.
Und er baut Lifestyle, anstatt dass er sich einen scheiß Maw holt oder so. Ja, aber noch einen guten Engage, die brüsseln alle sofort weg. Ich finde da noch 300 Gold. Dragon 50. Gehen auch nochmal Base tanken, Rewards neu. Tut weh, dass wir jetzt kein Locket für den Dragon Fight haben, aber das ist, was das ist. Jetzt kommen hier aber auch schön die dicken Magic Sus Items rein. Bitte wartet auf mich, bitte wartet auf mich. So, jetzt. Winnable. Nice. Actually spielt das Enemy Team wirklich sehr, sehr gut um meine Ulti rum. Aber nicht gut genug, sage ich. Schöner Satz von ihm. Okay, nice, nice, nice. 4 für 2, we take those. Big. Ja, wir müssen einfach Magic Resist itemizen. Deren Teamcomp ist wirklich nicht gut. Du kaufst Magic Resist und dann haben sie Jhin Pantheon als einzigen AD DPS. Das reicht halt hinten vorne nicht. Die Lydia spielt wirklich richtig gut. Auch schön gesehen, dass der Jhin da isolated ist und ihn runtergerannt. So, jetzt wollen wir unsere Vision Topset reinsetzen, wenn natürlich dann Nash langsam aber sicher spawnt. Das Wort ist frisch. Actually sehr geil, dass wir vor Free die ganzen Wards schon mal bekommen. Weil Xerath wahrscheinlich einfach jetzt resetten ist. So. Shifter, did you flash? Was für ein Arschgesicht. So, wir brauchen eigentlich hier wieder Hilfe auf der Mitte. Wobei, ich glaube, es ist fein, wenn wir den Pantheon sehen. Wir können immer nicht Mandropped werden. Der Lucian hat keinen Cleanse, das heißt, wir müssen auf alle Fälle mit Ulti reingehen. Okay, da ist der Momo. So, einen Pink wollten wir jetzt, glaube ich, Nashbit. Eine Minute. Oder hat noch jemand anders einen Pink? Vielleicht macht der Pantheon Crux. Ah, der Momo macht Crux. Wo ist der Lucian? Der Lucian hat das Memo leider nicht bekommen, dass wir hier trappen. Schade. Den Pantheon hätte man da töten können, sag ich mal. Vor allem nach... Oh. Oh. What? Ist das nicht eine Free Ultimate? Wir haben sehr gute Vision. Vor allem sind jetzt... Oh, schade, hat er doch noch was. So, jetzt ist die Frage. Ja, eigentlich muss ich nochmal basen. Ich brauche nochmal frische Wards. So, als nächstes gehen wir jetzt eigentlich Redemption einfach. Das sind ziemlich dicke AOE-Teamfights, die auch relativ lange gehen.
der Shepard ist Redemption ordentlich und das Redemption ist das Item, mit der das die zweitmeisten Bonus Heal and Shield Stats gibt und wir heilen sehr viel und schilden mit Locket, Echoes of Helion und unseren normalen Spells natürlich auch. Sind auch in 2 Minuten auf Soul Point. So, okay, jetzt müssen wir gegen der spielen. Ich glaub, oh, weil die Mittelwelt ist schon gonnerig. Lass über Mitte reingehen. Also ich würde ihn denen nicht for free geben. Ich würde das schon spielen. Oh oh. Scheiße. Nichts rausbekommen. Fuck, ich habe den Fight so geintet. Es ist sogar am Anfang fein, aber ich muss besser flashen. Das Hauptproblem war mein Flash. 2-for-1. Fuck. Aber wir haben Nash erstmal gestoppt. 30 Sekunden. Silas kann TP'en. Okay, wir haben Nash gestoppt. Fuck! Der Fight ist komplett... Wait, was tut sie? Der Fight ist komplett winnable, wenn ich nicht so schlecht flashe. Fuck! Hier, nehme ich hier die ganzen Cinder. Das sind so viele Cinder. No, don't give it to them. Okay, sind sie ausgelaufen. Scheiße, wir hätten den Fight legit gewinnen können. Okay, aber doesn't matter. Soul in Minute, Soul in Minute. Das, wir haben noch das Blue Trinket. Der Plan wäre jetzt eigentlich wieder ein Shallow Ward bei Nash zu packen, aber ich glaube, das können wir nicht, weil die hier überall sehr gute Vision haben. Und wenn ich jetzt nochmal gecatcht werde, verlieren wir Dragon und Baron. Ja, ich würde auch über Midlane spielen. Er muss bei Fightbeginn da sein. Ja, ich glaube, wenn er in den Fight TP'd, ist es zu spät. Es wird zurückgeschossen. Sehr schön. Jetzt haben wir endlich mal schön unsere Ultimate vor der Mumu-Ult bekommen. Und ihr habt ja gesehen, dass basically unser Team nicht CC'd war, weil wir so viel Tenacity geben an unser Team. Wir haben geultet, dann kam die Amumu-Ult und wir geben 65% Tenacity an unser komplettes Team und niemand ist CC'd, weil die auch alle Mercs haben, etc. Keine Wards mehr, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Wait, actually sind wir sehr langsam. Talia hat keine Ult. Oh, wait, what? Der killt mich nicht, oder? Actually bin ich tot. Fuck. Aber er stirbt auch. Ha. Huh. Okay, ich habe leider nur sehr viel Magic Resist. Ah, we inted. So, was gehen wir als nächstes? Ja, Redemption haben wir gesagt. Naja, Redemption ist safe der richtige Call. Die sollten ihn haben. Die Talia hat keine Ult. Wir haben noch Vision. Ihr könnt ihn finishen, oder nicht? Nice. Einfach raus, einfach raus. Oh no, Skarner, Bro. Oh, die Skarner Ultimate. Oh. B. Holy fuck. Der sterbende Skarner pullt noch den Jhin ran. Maybe können wir sogar enden. 40 Sekunden, wir haben Baron. Ne, Dawncore gibt, glaube ich, 16% und Redemption 15% oder irgendwie so. Ja, genau. Aber Redemption ist einfach das bessere Item. Melio hat keine EP-Scaling. Ja, ich glaube, für den Finish wird es nicht reichen, aber Double Inhale.
Maybe können wir. Nee. Nicht zu greedy werden. Ah, mir fehlen 100 Gold fürs Redemption. Aber ja, wir haben jetzt Seele, wir haben Double Inhib. Nicht mal in den A ist das Game jetzt noch losable, right? Ah, 100 Gold tun weh, aber it is what it is. So, wir müssen einfach... Die Fights sind für die Gegner nicht winnable. Also wirklich, in keinster Weise winnable, wenn wir einfach nochmal so eine gute Ulti bekommen wie hier. Auf die Momo Ultimate. Dann ist es nicht winnable für die Gegner. Nicht mal in den A losable, Kapachungus. Aber was? Die killt die alle. Okay, wir Pentakillen sie einfach zwischen. Draufgeschissen. Lilia ist komplett 1v9. GG. GG's. Ja, die Lilia komplett 1v9 gemacht. Und wir haben actually Shifter besiegt. Und wir demoten vor allem auch nicht. Wir haben actually Shifter besiegt. Nice.